Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Hilger, mit dem Stereo Trader und ich bin auch dabei. Mein Name ist Nels Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir schauen uns direkt den Risikohinweis an. Der Morgen hat ja schon gut gestartet, deswegen genau. Also, Risikohinweis. Diese Veranstaltung dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken, wie immer. Unabhängig von Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Webinar nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Ja, das ist ganz wichtig. Okay, dann übertrage ich sehr gerne den Bildschirm, wünsche selbstverständlich viel Erfolg, Dirk, und viel Spaß. Wow, ich habe den richtigen erwischt, oder? Ja. Ja. Aber ich glaube, der Ton ist irgendwie verzögert. Das dauert immer so lange, bis du antwortest. Das macht mir gerade schon wieder Angst. Das ist kein gutes Zeichen. Nee, es muss so 2 Sekunden. Ich sag dann was, dann ist es noch lustig. 2 Sekunden später ist dann nicht mehr lustig und dann antwortest du. Dann, ja, das ist ein Stimmungskiller hier. Aber egal, wir müssen mal irgendwie durch. Ja, weißt ja, ne? Das mit dem Humor, das ist immer eine große Frage des Timings. So, aber mal gucken, ob wir heute auch wieder 3 FPS haben oder vielleicht dann doch ein bisschen mehr. Werden wir jetzt dann wohl rausfinden. Du wirst es mir gleich sagen. So, ich sage an der Stelle mal. Sieht besser aus. Ja? Okay. Das mit dem Ton oder ich? Irgendwie war die Verbindung weg. Echt jetzt? Nein, alles gut. Alles, was du gesagt hast, ist top heute. Gut, kann ja nichts mehr schief gehen. Also, dann jetzt an der Stelle hallo, moin und herzlich willkommen hier zum Live-Trading der Märkte. So habe ich es auch noch nie formuliert, klingt auch irgendwie komisch. Also, auf jeden Fall versuchen wir hier, wie immer, um 8.45 Uhr bzw. um 9 Uhr zur Markteröffnung irgendwas zu reißen. Und dann müssen wir heute mal gucken, was das hier werden soll. Aber erstmal danke, dass ihr alle wieder so zahlreich da seid. Ist ja auch immer früh. Und der Grund, warum wir so ein bisschen verzögert hier mal anfangen und erstmal ein bisschen mit Smalltalk ist, weil halt irgendwie sich wirklich gezeigt hat, dass ich nicht der einzige bin, der hier mal auf den letzten Drücker reinkommt, sondern halt eben ja dann doch tatsächlich einige andere. Und so um irgendwie 10 vor geht halt hier immer die Teilnehmerzahl sprungartig in die Höhe. Ja, und deswegen starten wir da halt immer ganz entspannt. So, gucken, ob hier schon irgendwelche Frechheiten drin sind. Und ja, alles schön. So, gut. Aber scheint ja zumindest mal zu funktionieren wegen der Technik. War ja letztes Mal nicht so klasse. Da hat irgendwie die Telekom mich so ein bisschen hängen lassen. Aber ich darf nichts Schlechtes über die sagen, muss man auch mal fairerweise dazu sagen, war ja wirklich das erste Mal, wo das der Fall war. Und seit ich dorthin gewechselt habe, eigentlich nie sonst irgendwas gewesen. Von daher alles fein. Also, dann gehen wir mal rüber. Bitte? Bevor du startest, musst du erstmal die Ente da hinten erklären. Was muss ich erklären? Ach, das Quietsche-Entchen da hinten. Ach so, ja. Ja, das sollte mal irgendwie ein lustiges Geschenk sein und dann irgendwie hatte ich da gar keine Lust mehr hinzugehen und seither steht die Ente da. Also es irgendwie hat gar nicht so eine große Geschichte. Das macht sich aber gut als Deko. Ach stimmt, die kann man ja erkennen, habe ich gar nicht gemerkt. Nee, also von daher ist das alles, alles halb so wild. Gäbe es eine große Geschichte, würde ich sie erzählen. Egal wie peinlich sie wäre, aber leider keine große Story dahinter. So, dann schalten wir mal um auf den Screen. So, also, ich habe ja in meinem Blog schon das Ganze so ein bisschen auf den Punkt gebracht, was ich von dem Markt da momentan halte. Den Ausdruck spare ich mir dann hier, aber an der Stelle, wer will, kann ja halt einfach nachlesen. Also, wir sind halt auf jeden Fall in ziemlichem Geeiere unterwegs und diejenigen, die das ja so ein bisschen verfolgen, die wissen auch, ich lasse den DAX momentan außen vor, beziehungsweise das heißt momentan jetzt eigentlich schon seit längerer Zeit.
Ich bin verschnupft, stelle ich gerade irgendwie fest. Schon seit längerer Zeit. Ändert aber irgendwie nichts daran, dass man das morgens trotzdem handeln kann. Ich klinge wirklich verschnupft, oder? Ich meine, ich habe mich aber nicht reden hören. Angeschlagen. Angeschlagen. Okay. Ja, ich war gestern irgendwie im T-Shirt, gestern Abend noch irgendwie laufen und es war ein bisschen kühl. Vielleicht hängt es damit zusammen. Ja, Corona, ist klar, da kommen sie direkt wieder. Nein, nein, nein. Das glaube ich nicht. Ja, von daher kann das sein. Also es klingt so ein bisschen gedämpft, merke ich halt irgendwie auch gerade. Was ist Männerschnupfen? Was? Mein Ton ist leise. Echt? Ist er das? Ich kann das hier auch noch irgendwie lauter Habe ich jetzt nicht drehen. wahrgenommen, dass dein Ton leiser ist, aber können vielleicht Okay. noch mehrere ein Feedback abgeben. Ja, ich kann ja hier mal ein bisschen am Regler drehen. Ich sehe ja hier den Pegel. Aber ich glaube, so ist too much. Moment. Mal 1, 2, 3 Test. Aber so müsste es ein bisschen besser sein. Ne? Also wenn es zu laut ist und dann einfach. So klingt man durch zechter Nacht. Kommt dann hier gleich. Nein, aber wenn jetzt Montag wäre, würde ich dir das unterschreiben, weil das Wochenende war ein bisschen anstrengend. Das ist Das ein stimmt. guter Einwand, weil du hast nicht gesagt, wie lange du gelaufen bist. Ja, genau. Nach durchlaufender Nacht dann vielleicht, ja. Also, so, wie man sieht, ne, Teilnehmeranzahl springt immer noch, läuft immer noch weiter. Also sage ich an der Stelle nochmal Hallo für die Spätnachzöglinge hier zu unserer Live-Sendung. Ach, Live-Sendung, ja, egal. Also, der DAO. DAX außen vor, hat mir zu wenig Bewegung, läuft mir zu unsauber, deswegen DAO. Aber hat sich auch gestern gezeigt, dass es eigentlich funktioniert. Also wir hatten gestern halt auch deutlich Bewegung, dann halt um 9 Uhr. Und von daher gehe ich mal so ein bisschen davon aus, oder ich hoffe es mal, ne, dass wir das halt heute auch nochmal genauso sehen werden. Also, ich bin mal hier im H1 zuerst nochmal unterwegs. Ich gebe auch das Live-Chart hier nochmal frei für alle, die keine Lizenz haben, für die Dauer hier vom Webinar. So, was man aber sieht, also generell, er kommt halt oben einfach nicht aus dem Quark. Da ändert sich auch irgendwie nichts dran. Bisher. Das heißt, wenn man jetzt mal irgendwie bedenkt, wir hatten irgendwie 1200 Punkte Anlauf, irgendwie nach dem ATH, was wir jetzt hier nicht mehr ganz sehen, also irgendwie knapp über der 35.000, hatten dann 1200 Punkte Anlauf und was ist bei rausgekommen? 100 Punkte mehr. So, und das ist natürlich nicht so klasse. Jetzt muss man aber trotzdem nicht irgendwie gleich einen Crash hier prophezeien. Aber weil auf der anderen Seite sehen wir halt auch wieder genauso, dass entsprechend ist, oh, da war es wieder, das entsprechend. Auf der anderen Seite sehen wir auch genauso, dass auch nicht verkauft wird. Also das heißt, wir daddeln da oben irgendwo in einer eigentlich Nicht-Range rum. Also Nicht-Range deswegen, weil ja irgendwie dann doch immer wieder neue Hochs erfolgen, immer neue Hochs dazukommen. Jetzt habe ich hier tatsächlich vergessen, eine Anwendung zu schließen. Ich hoffe, die ploppt jetzt nicht auf dem Bildschirm auf. Das wäre wirklich blöd, weil die ist nämlich genau auf dem Kontrollmonitor eigentlich nur. Also, das heißt, wir haben auch keine Verkäufer da oben. Und von daher spielt die Richtung erstmal so wirklich keine Rolle. Und ich habe ja auch im NFP-Webinar ja auch gezeigt, ich gucke mal, ob ich das gleich nochmal irgendwie machen kann, dass eigentlich rein vom Bild her, wenn man das mal erweitert, also mit dem, was an letzten Ausbrüchen da gewesen ist, das Bild eigentlich auf 36.000 zeigt. So, bei dem Tempo, was wir hier aber haben, dauert das wahrscheinlich bis Weihnachten. Ne? Das ist halt das andere Problem an der ganzen Geschichte. Nichtsdestotrotz sieht man aber auch, dass der Markt halt jetzt hier dann doch relativ sauber nach meinen Levels wiederum läuft. So, und das, was ich momentan halt, das Einzige, was ich machen kann, ist mich daran zu halten. Wobei ich hier gerade sehe, ich habe einen Exit verpasst, weil ich habe noch einen Trade irgendwie versucht nachzubauen von gestern Abend. So, und das heißt, das kann man natürlich handeln. Die 35.123, die hatte ich halt gestern ins Feld geführt, weil es war halt letzten Endes, war das halt hier das Close Level im H1, was ich halt ein bisschen länger da oben etabliert hat. Und da habe ich halt gesagt, da sollten wir eigentlich auf jeden Fall mal hinlaufen gestern. Und hat er dann auch gemacht. Ich habe auch gesagt, es könnte auch reichen, hat es aber dann nicht. Da ging es halt einfach nochmal ein bisschen drunter. So, und das heißt, wenn man sich auf den ersten Teil beschränkt hat, ist man halt irgendwo von hier oben short bis von da oben bis auf die 1, 2, 3
Short gekommen. So, Moment, ich muss das ganz kurz leider hier wegmachen, die Anwendung, muss mal kurz die Bildschirmübertragung unterbrechen. So, das heißt, man sieht jetzt nichts mehr auf meinem Bildschirm, oder? Ist eingefroren. Nelson? Ist eingefroren. Na gut, hoffen wir, dass es dabei bleibt. So, ich muss nämlich jetzt hier kurz eine Anwendung rausschmeißen. Etwas unhöflich beenden. So, das sollte aber dann damit jetzt auch erledigt sein. So, ist wieder drauf. Okay. Gut. Also, das heißt, das ist das, was ich momentan halt hier machen kann. Viel mehr bleibt da halt gar nicht übrig. Und da sieht man halt, also wie gesagt, die 1, 2, 3. Und ich schätze mal, da laufen wir jetzt auch als nächstes wieder hin. Wahrscheinlich jetzt auch direkt mit der Eröffnung. Zumindest ist es mal das, worauf ich baue. Ich habe auch gestern in der Gruppe noch einen Trade gepostet und dann noch mit dem Zusatz, ja, kommt wohl nicht mehr. Und zwar war das die 35.030. Die ist fast genau hier unten am Peak. Wobei ich natürlich hier das nächste Level im Auge hatte, aber ich wollte es jetzt nicht zu genau machen, weil es hier weniger um das Level ging, sondern wie ich halt immer sage, der DAO beziehungsweise Gaps sind dem DAO sein Hobby. Ja. So, wenn man sich das mal anguckt, hat sich mal wieder bestätigt. Das heißt, hier dieses Gap, das ist halt gestern halt angelaufen von hier oben, nachdem die 1, 2, 3 nicht gehalten hat. Und was halt einfach nur typisch ist, und deswegen bin ich auch darauf gekommen, was einfach nur total typisch ist, ist, dass er halt sich nicht mit der Oberseite zufrieden gibt, also wenn er jetzt halt einen Support sucht, sondern die Unterseite auch noch auslotet. So, und viel mehr war es dann hier auch nicht. Ne? Wenn man sich jetzt mal den Stundenschluss da anguckt im H1, der sitzt fast genau da unten auf dem Gap drauf. Und deswegen hatte ich die dann halt auch noch da ins Feld geführt, beziehungsweise den Trade. Und weil ich halt davon ausgehe, dass wir genauso ein Geschiebe jetzt halt auch wieder kriegen. Und das heißt, von hier aus würde ich mir dann halt wünschen, vorstellen, wie auch immer, dass wir halt auf direktem Weg nochmal hier hochlaufen auf die 35, 1, 2, 3. Zumal hier auch noch hinzukommt, dass wir da oben eine Glatze haben. Ne? Also hier sieht man diese Stundenkerze. Die ist zwar jetzt Overnight, aber es spielt ja keine Rolle. Der läuft der Overnight nicht anders als sonst auch. Und das heißt, da sollte eigentlich nochmal irgendwie ein Docht draufgebaut werden. So, jetzt gehe ich mal ganz schnell rüber. Mal gucken, ob das hier drüben funktioniert. So, ne? Also ich habe halt hier einen Trade versucht aufzubauen, so dass ich halt den Break-Even runterkriege auf die 1, 2, 3. So, das heißt, man hat jetzt hier nichts verpasst. Wie man sieht, bin ich da halt tatsächlich auch gerade noch im Minus. Und wird da halt jetzt mal gucken, ob man damit halt nicht da hochkommt. Und dann würde ich den hier oben Teil auflösen und dann halt mal sehen, was passiert. Wenn er jetzt halt zu tief runterkommt und hier die Lows nochmal rausnimmt und dann eben nicht, dann muss man sich halt was Neues überlegen. Ne? Da war ich halt vorhin, habe ich nur gesehen, oh, der läuft wieder da hoch und habe halt mal angefangen, so ein bisschen zu skalieren. Und wollte eigentlich hier oben schon die Hälfte dann auch rausgeben wieder, so dass man halt den Break-Even dann halt runtergezogen kriegt. Aber das ist für mich jetzt einfach die nächste plausible Bewegung, die wir halt hier haben könnten. Also hier unten sieht man es ja auch im Live-Chart, dass wir einfach nochmal, wie gesagt, da hochlaufen. Also einfach ist natürlich auch anders, aber gucken wir mal, was passiert. Also ich bin zwar jetzt hier mittlerweile knapp im Plus, aber das ist auch nur der erste Impuls. Aber heißt dann auch nichts anderes, ne, wenn man sich das jetzt mal hier in den Wellenbewegungen anguckt, dass da halt einfach keine neuen Lows mehr kommen sollten. So, das ist die Idee dahinter. Wie gesagt, kann sein, muss nicht sein. Bitte nicht blind nachmachen, wenn man irgendwie nichts Vergleichbares, Eigenes dazu hat. Aber ist jetzt für mich das, was jetzt erstmal am plausibelsten ist. Nach Legende übrigens wäre es ja dann auch so, sieht man hier unten, ne, wir haben einen Schlusskurs über der 063 und das heißt, eigentlich sollten wir hier dann auch eine Reaktion nach oben kriegen und wenn es vollständig aufgeht, einfach von diesem Level halt zum nächsten Level. So, das heißt aber nicht, dass der nicht kurz auch nach unten ein bisschen unfreundlich dippen darf. Es kann sein,
Und wie gesagt, deswegen auch bitte nicht nachmachen. Ne? Das heißt, kann genauso gut sein, dass wir das hier auf der Unterseite mal kurz fischen, zumal auch hier der Point of Control, vermute ich mal, erstmal liegt. Neu rechnen, ja. Das sollte passen. Das heißt, das kann schon sein. Ne? Das heißt, wenn der jetzt hier runter geht, würde ich den erstmal in Ruhe lassen und dann halt mal gucken, dass ich dann halt auf der Oberseite wieder reinkomme. Aber Short ist für mich jetzt hier erstmal nicht, sondern das wäre dann wirklich erst unter dem Vortagestief nochmal, also wo er sich hier eben ja auch, beziehungsweise heute Nacht ja auch gefangen hat. Und wenn wir da deutlich drunter gehen, dann sage ich gut, dann sollte man den ganzen Longplan mal zumindest mal für heute über Bord werfen. Aber solange das nicht der Fall ist, wüsste ich jetzt erstmal nicht, wieso. Ne? Weil wir halt ja schon auch hier gerade jetzt im kleinen Timeframe sehen, halt, ich hoffe, man weiß, wovon ich rede. Aber halt hier, wenn man da mal ein paar Linien einfach kurz einzeichnet. Ne? Also hier ein Low, steigendes Low. Hier eine kleine Zone. Hier ein bisschen deutlicher. Ne? Und hier jetzt halt auch kein neues Tief. Das heißt also relativ klar, an der Stelle dann halt auch im Trend. Also wie man ja sieht, bis jetzt war es erstmal nicht so falsch mit der Idee. Ich lasse den auch mal noch wirklich hier ein bisschen machen. Und bevor ich dann halt die Hälfte rausgebe und dann halt, dass man sieht, ja, beziehungsweise durch den Break-Even ein bisschen runterkriege. Damit werde ich vor allen Dingen halt, wenn das jetzt so aufgeht, aufgehen sollte, nochmal schön im Konjunktiv bleiben, werde ich auch ein bisschen der Kritik vom letzten Mal gerecht, die der Ingolf mir im Nachhinein geschickt hat, aber ist halt leider, halt, bevor ich jetzt hier irgendeinen Unsinn erzähle. So, wo sind wir einmal hier drüber? Jetzt wäre dann auch hier nochmal der SMA 20 im H1. Der liegt ja auch da oben drüber. So, komm, ich mach mal hier, den hänge ich mal drunter. Und dann ist entweder die Hälfte weg oder wir schießen noch ein kleines Stück nach oben. Ansonsten ist der dann erstmal nach unten skaliert. Genau. So, das war jetzt erstmal die Hälfte an der Stelle raus. Also die Kritik war folgende und die ist auch berechtigt. Ich bin ja auch grundsätzlich immer offen für Kritik, weil er gemeint so, warum nimmst du nicht die erste Bewegung mit und schnappst dir die Punkte, anstatt halt immer so einen Riesentrade aufzubauen, der dann oft im Webinar dann auch nicht zu Ende geht. Ne? Also das ist ja halt immer, was ich auch schon mal gesagt habe, ich stecke immer so ein bisschen im Dilemma, was den Ansatz für diese Stunde oder für den Livestream halt angeht. Und das ist, ich versuche natürlich immer anhand von der Legende, also mein Handelsansatz, aber eben auch das, was der Blog halt eben hergibt, weil ich versuche ja immer im Blog auch so ein bisschen größere Richtung ja auch irgendwo einzufangen und beziehungsweise so ein bisschen Leitfaden zu geben für den Tag. Und mit Dilemma meine ich dann halt, ich habe natürlich dann halt in dem Stream beziehungsweise hier im Webinar immer zwei Möglichkeiten. Entweder nutze ich mir oder beziehungsweise beziehe mich auf das, was ich im Blog geschrieben habe, dann entsprechend auf eine größere Strecke, die sich dann über den Tag ergibt, also im meistens ja dann auch im darüber geordneten Trend. Was aber dann den Nachteil hat, dass es halt nicht unbedingt in der ersten Stunde damit losgehen muss, sondern oft ist es dann auch so, dass in der ersten Stunde erstmal alles ganz anders läuft und dann halt ja, so eine Nummer dann halt viel später erst aufgeht, also im Laufe des Tages. Das ist dann halt in der ersten Stunde immer so ein bisschen anstrengend, weil man dann halt viel mehr skalieren muss und eben oft dann halt auch das Problem hat, dass schlichtweg die Zeit dann nicht reicht, um den Trade ja, sauber zu etablieren oder halt sogar zu beenden. So, das ist halt der Nachteil dabei. Und das andere ist, wäre natürlich zu sagen, ja gut, man nimmt den ersten Impuls, schnappt sich da halt irgendwie seine 20, 25 Punkte oder wie viel auch immer der Markt dann hergibt, macht einen Deckel drauf und dann ist halt gut. So, und so haben wir halt heute, also so wie es jetzt halt gerade ist, ne, also ich meine, ich rede hier irgendwie ganz entspannt drauf los. Und das
Kommentare hier. Also ich rede hier ganz, ganz entspannt drauf los. Aber auch deswegen, weil ich natürlich jetzt ja halt gesehen habe, okay, das könnte irgendwie beide Richtungen halt werden. Jetzt hier also mit dem Impuls, als auch mit dem, was über den Rest vom Tag halt funktioniert. So. Und er hat ja gerade nichts anderes gemacht, ne, als sich da halt an die Idee halt gehalten. Und da kann man natürlich, wenn es so läuft, dann auch ganz entspannt dann damit umgehen. Ne. So, aber das ist natürlich so ein bisschen Glückssache. Anders kann man es nicht sagen, weil ich weiß ja nicht, wie jetzt der Markt irgendwie um 9 Uhr da halt irgendwie startet und ob halt das direkt da in Angriff genommen wird, was ich halt eigentlich so fürs größere Bild im Sinn habe, oder halt, ob es dann halt nicht doch erst um 11 Uhr dann halt kommt. Das fliege hier, hallo? Ja, die Kommentare hier, Timo, natürlich, also. Ja, die Pornoseite hat der Timo gesehen, behauptet er. Weiß gar nicht, was ich darauf sagen soll. So, also das zur kurzen Erklärung. Und von daher ist es natürlich, wie gesagt, das war ja halt eine Kritik, die ich mir auch sehr zu Herzen genommen habe. Was heißt zu Herzen? Die ich ernst genommen habe, ja. Und weil sie halt berechtigt ist, halt auch. Und wer dann halt hier im Webinar dabei ist und dann halt irgendwie, sag mal, vielleicht zum ersten Mal da ist und ich baue irgendwie so einen komplizierten Trade, ja. Der denkt dann, was macht denn der Hilger da für ein Zeug? Ne? So, das ist ja, da kann ja gar nichts. Ne? Und dieser Eindruck kann natürlich entstehen. Das ist mir vom Prinzip her egal, ja. Weil ich ja eh immer sage, wenn du wissen willst, ob das, was dir jemand erzählt, irgendwie Hand und Fuß hat, dann guck halt irgendwie am besten 100 Mal zu. Und ich weiß jetzt nicht, wie oft ich schon Live-Trainings gemacht habe, aber 100 reichen auf jeden Fall nicht. Und von daher, ja, muss das dann jeder selbst für sich wissen. Ne? Genau. So. Das war ein ganz schön langer Monolog jetzt an der Stelle. Ne? Stelle ich gerade fest. Gut, also, ich gucke mal kurz nochmal rüber aufs andere Bild. Mal gucken, was der DAX da parallel auch treibt. Ich habe hier echt. Was ist das für eine Fliege, die hier einsam und allein zieht sie ihre Bahn hier vor meiner Nase. Ich gucke mal hier auf das Bild. So, und DAX sieht man ja auch, ne, auch wenn ich den jetzt halt hier nicht handle. Aber da hat er halt auch eine Tendenz nach oben, setzt hier auf der 730 auf, die lange, lange halt Widerstand gewesen ist. Hat die jetzt unfreundlicherweise nicht abgeholt. Aber das kann ja immer noch kommen. Also reicht ja irgendwie ein kleiner Rutsch nach unten dann doch wieder hoch, weil das sind ja gerade mal 30 Punkte, was der halt jetzt da gelaufen ist vom Tief zum Hoch. Ja, bisschen mehr, knappe, ja, 35 Punkte. Mehr ist das hier nicht. Und halte ich halt insofern halt auch immer schon für wichtig, dass halt dann schon irgendwie morgens mitzugucken, also morgens halt den DAU-Handel gucken, was treiben die denn eigentlich da in Frankfurt mit dem DAX? Weil die morgens eigentlich nicht auseinanderlaufen, die zwei. Und also zumindest zu den Eröffnungen nicht. Und das ist ja auch bei der US-Eröffnung eigentlich nicht anders. Und das heißt auch der, da fehlt halt eigentlich auch nur so ein Kick, damit er hier oben über diese Hochs halt drüber läuft. Ne? Oder es zumindest halt mal versucht, da drüber zu rennen. Und das wäre dann halt auch der Schub wahrscheinlich. Also wenn hier oben irgendwelche Shorties liegen, also würde ich schon mal tippen, dass die werden gleich mal eine Runde abgeschossen. Und das wäre dann halt auch wahrscheinlich die Bewegung, die der DAU hier machen könnte, rauf bis über die 1, 2, 3. Und dann kann man oben vielleicht sogar gleich mal gucken, ob man da nicht sogar mal kurz Short dagegen halten kann. Ja. Also ich hätte natürlich schon gerne einen Trade, den ich halt hier aufmachen und laufen lassen kann, irgendwie bis nächste Woche, um mal wirklich zu gucken, ob wir die 36.000 nicht kriegen. Und natürlich hier relativ tief drin ist, kann man das auch machen. Zumindest mal versuchen, wobei man sich aber auch bewusst sein soll und nicht vergessen sollte, dass der Markt die ganze Zeit eigentlich überhaupt nicht läuft, sondern wirklich halt nur eiert. Weil was jetzt irgendwie die Volatilität. Aha, da kommt der Frosch. Moment.
Weil was jetzt irgendwie die Volatilität angeht, sieht man ja halt, dass es irgendwie ein bisschen unterirdisch gerade, weil der Dow einfach auch keine Strecken läuft. Ne? Ich meine, man kennt ja vom Dow durchaus problemlos mal irgendwie 100 Punkte, 5 Minuten rauf, runter. Und da sind wir irgendwie gerade ziemlich weit entfernt davon. Und das macht das Laufen lassen natürlich so ein bisschen ja, schwieriger. Ne? Und deswegen würde ich da wirklich schon fast sagen, na gut, wenn das Ding halt hier wirklich hier raufschießen sollte, und dann würde ich, glaube ich, auch erstmal glattstellen und dann mal gucken, wie das Ganze weitergeht. Aber dann halt eben einen kleinen Timeframe, wenn wir da oben sind, versuchen zu verfolgen, bis halt eben tatsächlich etwas Gegenteiliges kommt. Also wir haben jetzt auch noch nicht mal die ersten 15 Minuten um, was ja für mich immer so ein bisschen der erste Trigger ist, um zu sehen, wo die Reise wirklich hingehen soll. Das hier ist jetzt der Stundenchart, aber die 15-Minuten-Kerze sieht gerade nicht anders aus. Und wenn die so schließt, da muss man auch irgendwie realistisch sein. Das sieht alles andere dann als Short aus. Aber das ist ja auch das, was ich erstmal will, bis dieser Impuls halt fertig ist. Was man hier vielleicht sogar machen kann, im DAX, wenn man den jetzt unbedingt anpacken möchte, ist hier tatsächlich auch irgendwie auch mal auf die Diagonale gucken, auch wenn ich da überhaupt kein Freund von bin. So, aber das wäre dann halt auch entsprechend hier bei einem Übertritt von der 775, die das hier ist, wäre das halt ein relativ schicker Punkt da oben, der liegt bei. Da kann man mal gucken, was da noch mit reinspielt. Ah, nee, kann ich gar nicht gucken. Ah, doch, kann ich gleich mal einschalten. Bei der 790, also knapp vor der 800. Und wenn da noch irgendwas anderes liegt, dann wäre das, glaube ich, erstmal auch ein guter Exit-Punkt. Also ich mache normalerweise ja nie Diagonalen, aber vielleicht ist das ja so ein Ausbruchslevel an der Stelle. Aber jetzt hier in diesem Gebilde, also sehr ähnlich wie beim Dow, da versuchen irgendwelche echten Trigger für irgendwas zu finden, halte ich halt wirklich für schwer. Deswegen mache ich momentan auch keine neuen Linien erstmal dazu, im Dow halt auch nicht, weil es bringt halt nichts, ne? Weil man sieht ja halt auch, also es würde das Bild halt einfach nur nochmal deutlich unaufgeräumter machen. Weil man sieht ja halt auch, wenn der zwischendurch mal irgendwie ein bisschen rumschiebt, aber sobald es dann halt irgendwie das Volumen ein bisschen zunimmt, die Bewegung ein bisschen deutlicher werden, dann sieht man ja schon, ne? Dass halt hier, wenn man sich da mal anguckt, wie viele Lows und Opens da dranhängen, oder halt auch heiß hier an der 1, 2, 3. Da muss man nicht unbedingt nochmal was anderes dazu erfinden. Das funktioniert dann tatsächlich auch so. Oder hier halt das High da oben. Das war das alte ATH, die 191 gestrichelt. Und er macht es halt eben ganz oft so. Und deswegen glaube ich auch hier, dass es hinhauen sollte mit der 1, 2, 3, auch wenn jetzt hier irgendwie ein bisschen rumdruckst. Aber das müsste schon passen. Und wie gesagt, wenn der DAX jetzt da oben drüber springt, und dann wird das wahrscheinlich zur gleichen Zeit passieren, wie hier mit einem kleinen Run im Dow eben auch. Also ich bleibe jetzt mal kurz auf dem Bild hier drauf und gehe dann rüber, wenn ich sehe, dass da auf der linken Seite was passiert. Und vielleicht kann man den ja sogar dann auch nochmal skalieren. Den Dow. Jetzt könnte man natürlich hier sagen, er hätte besser mal den DAX gehandelt, der läuft ja viel sauberer. Ja, das ist ja so. Manchmal. Und was heißt sauber? Er läuft nicht sauberer, er läuft nur gerade etwas deutlicher. Ne? Also hier mit der langen Lunte da einmal kurz darunter und dann halt wieder rauf. Aber in der Regel rennt der DAX dem Dow nicht weg. Und es ist ja dann oft so, dass das dann halt hier ruckartig irgendwie dann halt hinterherkommt. Okay, so ich mache mal irgendwie kurz auf dem Handy hier mal irgendwie meinen quasi vierten Bildschirm auf, um mal irgendwie den DAX auch im Auge zu behalten und zu sehen, wenn da halt was passiert. So, und gehen wir nochmal rüber. Bin ich hier?
So, also, was ist passiert? Also, ich habe auch hier im 15 sollte man sich jetzt nicht zu sehr irritieren lassen, aber halt auch so ein paar Levels, die ich einfach nur im Laufe des Tages immer einzeichne. Aber da kommt man auch selber drauf. Das war halt hier nur dieser Peak. Ich weiß jetzt nicht, wie lang dieses Level schon ist, aber halt hier Widerstand und dann Support, Support, hier drunter, drüber. Ja, kann man irgendwie auch momentan jetzt gerade nicht mehr so wahnsinnig viel damit anfangen. Was der DAO schon mal gerne macht, ja, das ist, sage ich halt auch ohnehin immer wieder, was EMAs und so weiter angeht, für Übertreibungen sind die immer gut, die Jungs, aber für mehr halt auch nicht. So, und das kann man natürlich hier dann auch dann in, wie soll ich sagen, Gleichklang bringen mit irgendwelchen Levels, aber auch hier. Wenn man jetzt diese 0880 nimmt, ne, war ja hier halt auch nochmal Support, Support, so dann durch. Und das macht schon Sinn, dass da jetzt da erstmal kurz dran gebremst ist. So, das heißt aber nicht, dass die hält. Und hier oben, ja, da geht es nämlich los. So, und genau jetzt rennt auch der DAX Richtung diesem High. So. Jetzt kann man natürlich, wenn man irgendwie todesmutig ist, versuchen hier direkt nochmal eine Position drauf zu geben. Muss mal gucken, dass man in den Impuls da irgendwie reinkommt. Ach, guck mal hier, da ist ja auch unser anderer Kandidat, der EMA 200 im M5. Wie gesagt, ich handle es nicht, wer hier zum ersten Mal dabei ist, ich handle so ein Zeug überhaupt nicht, sondern guck mir das immer nur an, weil halt eben, das ist eher so ein, wie soll ich sagen, Nervindikator, ja. Wo ich halt dann weiß, okay, wenn es da hingeht, wird es komisch. Aber irgendwie ableiten, was als nächstes passiert, lässt sich da für meine Begriffe nicht. War das ein vollständiger Satz? Ich habe am Ende des Satzes auf jeden Fall den Anfang vergessen. Wir haben dich verstanden. Sehr gut. So. Wäre natürlich so ein bisschen todesmutig, mal gucken, ob es irgendwie Sinn ergeben würde. Also hier fehlt halt auch noch ein Stück. Ne? Also da, ich bin da halt irgendwie, was klassische MAs angeht, wie zum Beispiel eine 20er oder so, da bin ich halt dann viel mehr ein Freund davon, zu sagen, okay, der wird den nicht auslassen. Also der ist jetzt so nah da dran. Und das Problem ist immer nur, mit gleitenden Durchschnitten würde der Markt jetzt als Beispiel 100 Punkte runterfallen, ja, dann würde plötzlich nämlich der doch schon längst da oben drin stecken, ja, weil der läuft ja halt mit. Also was ich sagen wollte, ist, wenn man natürlich unbedingt irgendwie todesmutig sein will, kann man natürlich versuchen, den Ausbruch hier direkt zu fangen. Ich habe jetzt aber hier nur eine kleine Position mal hingelegt und kann man machen, muss man aber im Zweifelsfall wirklich schnell sein. So, ja, hier so ein paar Punkte direkt als Durchstoß. Da oben ist ein größerer Verkäufer möglicherweise. Weg ist er schon wieder. Ja, aber so kann man auf direktem Wege dann direkt mal ein bisschen was mitnehmen. Hier oben ist der Kassaschluss von gestern. Das wäre jetzt erstmal eine schöne Anlaufstelle fürs Erste. Und dann ohnehin ja dann darüber auch das eigentliche Target, wo ich hin will. Na komm. Bisschen was geht noch. Ne, zack, das immer raus damit. So, 10 Punkte nochmal irgendwie draufgeschraubt mit einer kleinen Position. Hier über diese kleinen Highs da oben drüber. So, die Limit da unten kann man auch wegmachen. Ich glaube, den Stop kann man jetzt auch mal hinterherziehen. So, und wenn wir jetzt rübergehen nochmal. Also es ist heute natürlich hier wirklich Bilderbuch-Trading. Also so einfach ist es leider ja nicht immer. So, mal rüber aufs Bild und dann sieht man, ne, hier, wie ich vorhin gesagt habe, im gleichen Moment, wo der hier drüber geht, kriegen wir hier einen Schuss nach oben. Und das hat auf jeden Fall ja dann auch gepasst. Ja, und warum das hier halten soll, ergibt nicht so wirklich Sinn, wenn jetzt hier gerade irgendwie Volumen reinkommt in den Kassahandel, deswegen hätte ich die auch zum Beispiel nicht geschortet, sondern sagt dann eher gut,
Das heißt, der muss jetzt nicht irgendwie geradeaus da durchlaufen, aber wenn wir jetzt da oben hinspringen auf die 807, ist es mittlerweile, oh, Quatsch, ist es nicht. Kann man gucken, dass wir hier mal für die Daxianer mal eine Linie machen, aber ich gebe die nicht ins Live-Chart, weil die hat da nichts verloren. Also das wäre jetzt keine Triggerlinie. Ja, das ist ohnehin ja das Problem immer mit den Diagonalen. Ne? Also wenn ich hier zum Beispiel Overnight weglasse, sieht die ganz anders aus, die Kurve, beziehungsweise würde wo ganz anders getroffen werden, nämlich wesentlich höher, wenn hier ein paar Stunden fehlen würden. Und das ist mit ein Grund, warum ich auf Diagonalen in der Regel auch nichts setze, weil es halt eben nicht darstellbar ist. Also nicht präzise darstellbar ist. So, und das heißt, hat man ja gerade gesehen, ne? Also dieses Stück, was jetzt hier noch fehlt, ist das Stück, was da noch fehlt. Und dann wäre halt auch die Geschichte jetzt hier für den Morgenhandel erstmal zu Ende, wenn es so kommen sollte. Was der DAO machen wird, das kann man sich eigentlich auch schon irgendwie, das kann man schon riechen. Geht halt jetzt hier über den SMA 20 drüber. Wird da oben, wie gesagt, den Docht höchstwahrscheinlich nachbauen, die 1, 2, 3 laufen und dann halt versuchen, die Stunde über dem SMA 20 zu schließen. So, das wäre jetzt halt das, was ich jetzt mal vermuten würde. Ne? Einfach aus ganz, aus Beobachtung raus, weil das halt eben nichts Ungewöhnliches wäre. Also ganz ohne Fibos, Trendlinien und alles muss man dann halt sehen, wie, beziehungsweise kann man das so handeln, und aber muss man dann sehen, wie das nachher weitergeht. Entscheidend wird auf jeden Fall natürlich der Stundenschlusskurs, weil es kann ja auch genauso sein, ja, jetzt da oben hinlaufen, dass wir komplett nochmal auf Anfang laufen, dann wieder da unten stehen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und aber ich würde halt nur gerne versuchen, die da oben abzuholen. Und dann, wie gesagt, vielleicht sogar mal kurz Short zu gehen. Wobei, wenn man nach den Peaks geht, sollte man im Auge behalten, dass hier oben, ja, dass da auf jeden Fall das, das ist irgendwie ein bisschen falsche Linie, Moment, dass das auf jeden Fall die nächste plausible Anlaufstelle natürlich wäre, weil dort oben ist das letzte Hoch. Und wenn er den kurzfristigen Abwärtstrend, den wir hier haben, rausnehmen will, muss er eigentlich da oben hin. Ne? Und das halt als erstes mal wieder rauszunehmen. Also ich bin nach wie vor, also im Daily ist es ja halt unverändert long, auch wenn wir da oben ein bisschen in einer quasi Range halt rumschrabbeln. Von daher ist das halt irgendwie schon, liegt so ein bisschen auf der Hand, dass das da oben halt das nächste Ziel wird. Aber ob das jetzt hier noch wirklich bis, keine Ahnung, 9:45 oder wie lange auch immer wir hier machen werden, das Ganze bis dahin kommt, steht natürlich ein bisschen auf dem anderen Blatt. So. Und sonst so? Nelson, sagst du? Ich hätte das auch so gesagt. Gut. So. Mehr weiß ich auch nicht. Also ich habe hier unten übrigens, wer sich irgendwie fragt, was hat denn der Hilger da für eine Stochastik da drin? Tatsächlich hier vom Martin, Martin Görsch, dem habe ich letztens mal aufmerksam zugehört. Und das ist gerade so zur Beobachtung drin. Das ist so sein Trend, Stochastik, seine Trend-Stochastik-Einstellung. Der macht allerdings keinen Stereo-Trader. Das muss ich dem vielleicht noch abgewöhnen. Dann könnte ich den hier noch ein bisschen mehr featuren. Da konnte ich halt zumindest mal halt bisher irgendwie sehen, dass halt ganz oft, also wenn die Legende sauber funktioniert hat, dass es wirklich zu seinem Stochastikansatz da unten gepasst hat. Deswegen ist das momentan zur Beobachtung drin, die ganze Geschichte. Ich gucke mir das mal ein paar Wochen an, ob man da halt nicht das Ganze ein bisschen optimieren kann. Also deswegen ist das da drin. Wer sich irgendwie wundert, was hat denn der Hilger da? Der macht doch irgendwie nie Indikatoren richtig. Aber ich verschließe mich auch nicht vor Dingen, die ich nicht kenne und die andere erfolgreich nutzen.
Und weil da hatte ich halt wirklich, also war ich bei ihm im Webinar und habe dann wirklich gesehen, krass, das hat irgendwie gerade total gut gepasst mit einem roten Level bei mir im DAO im H1, aber wirklich so sauber und danach halt auch noch das ein oder andere Mal. Und deswegen gucke ich mir das momentan mal ein bisschen genauer an. Also was man ja auch hier sieht, ne, das ist, wir kommen auch da unten, wir haben dann halt auch einen Schnitt hier unten in dem Bereich, also so wie man das Stochastik halt handelt, das heißt ein Schnitt idealerweise unter dem Schwellwert und im unteren Bereich, der jetzt bei mir hier auf, was ist denn der eingestellt, 20, ja, und die Kurve zieht dann halt nach oben. Und das heißt, hat hier eigentlich auch sehr, sehr gut dazu gepasst wiederum. Also bei mir war es dann halt der Schlusskurs. Gut, hier ein bisschen spät, aber hier der Schlusskurs an über der 063, direkt nach dem Schnitt und zack, geht hoch. Und solange das halt hier noch steigt, dann kann man da auch dran festhalten. Also auch an der Stelle muss ich dann halt wirklich tatsächlich mit Erstaunen feststellen, dass das passt. Also warum nicht, ne? Why not? Weil Algos müssen sich ja auch immer irgendwas. Ah, da ist mein Bild. Oh, okay, Moment. Mensch, Nelson, sag doch was. Trau dich. So, also nochmal. Ich habe auch mal ein bisschen größer. Also, was man halt hier sieht, die Stochastik da unten in dem Bereich. Also hier war der Schnitt und beziehungsweise da war er halt durch. Und da ist halt genau diese Stundenkerze bei der 063. Bisschen zu genau, um dann halt irgendwie nach unten zu schlittern. Das heißt, hier kam noch ein bisschen was nach und dann aber auch in dem, was die Stochastik jetzt macht, nämlich hier unten der Schnitt, entsprechend in diesen, keine Ahnung, wie man diesen Bereich nennt, bin ja nicht so der Indikatorenexperte, aber halt hier auf jeden Fall in diese Zone oberhalb dem Schwellwert. Ja, und solange das halt hier dann auch ansteigt bis da oben hin, kann man das höchstwahrscheinlich dann auch relativ locker laufen lassen. Ja. Und das passt halt an der Stelle einfach super zu dem Trigger, ne, den wir ja halt ja hier auch eben gehabt haben, den ich ja auch long gehandelt habe, beziehungsweise ja immer noch handle, passt super dazu. Und von daher ist es halt auch heute tatsächlich wieder eine Sache, wo ich sage, ey, macht schon Sinn. Aber man sollte natürlich nicht zu de Gershi. Ey, guck mal, Nelson, schmeiß mal den Ingolf raus, der wird hier frech. Das ist, naja. Ich habe gerade gesagt, der Martin handelt auf der falschen Software. Das treiben wir dem schon noch aus. Jetzt, Mensch, Ingolf. Nein, Quatsch. Nein, der ist halt ein guter Typ, macht das auch schon lange und ich bin, wie gesagt, immer offen für Neues. Ich bin nur nicht offen für, wie soll ich das sagen, nachträgliche Erklärungen nach dem Motto, hier siehst du. Ich sage halt immer, ich sehe gar nichts, außer du zeigst es mir 100 Mal und erklärst es mir 100 Mal und ich kann es nachvollziehen und dann gucke ich mir es auch an. Und das hier fand ich halt aber auf Anhieb dann wirklich so krass, auch wo ich mir dann ein paar Trades irgendwie in der Historie dann angeschaut habe, die auch zur Legende wirklich richtig gut gepasst haben. Da habe ich gedacht, okay, das muss ich mal im Auge behalten. Vielleicht ist es ja halt auch wirklich machbar. Was die Wolke im ST? Nee, nee. Also ich will das ja nicht verkomplizieren. Ne? Ich meine, die Legende ist ja, funktioniert ja grundsätzlich sauber. Also die Levels werden ja schon sauber gehandelt. Natürlich gibt es Ausnahmen. Aber wenn ich eine Sache dann zum Beispiel finde, mit der ich halt die Ausnahmen dann auch in passenderweise dann eliminieren kann, reicht das ja. Ich muss das ja nicht vollballern, weil am Schluss habe ich dann wieder 20 Dinge, die ich beachten muss. Das will ich ja nicht. Und das Schöne an meinem Ansatz in der Legende ist ja der, dass es ja brutal einfach ist eigentlich, ja. Also, und dass es halt eben nicht 20 Dinge gibt, die ich beachten muss, sondern genau eine. Und die halt schon eine sehr, sehr hohe Verlässlichkeit hat. Und wenn man da natürlich halt noch was dazu bauen kann, eine Sache mehr, alles gut und schön. Nur zu viel soll es nicht werden, weil dann wird es irgendwann nicht mehr funktionieren, weil einer von den Faktoren dann halt eher der Zufall, oder beziehungsweise einer der Faktoren stark vom Zufall beeinflusst war. Und da wird man am Schluss nicht mehr wissen, warum funktioniert es jetzt nicht und hat dann auch 20 Fehlerquellen, die man sich angucken muss. Vielleicht nicht 20, sondern 5. Aber das meine ich halt, das macht es halt viel, viel schwieriger.
Und die Stochastik kann ich ja ruhig mal sagen. Mal gucken, wie die eingestellt ist. Die ist eingestellt auf 14,33. Ja, das sind die Einstellungen. Könnt ihr euch auch mal selber angucken. Und inwiefern das funktioniert hier im Zusammenspiel mit der Legende. Also, warum nicht? Ich weiß ich nicht. Also hier kommt gerade die Frage, ob es auch mit dem DAX, keine Ahnung. Also ich habe es jetzt momentan natürlich nur auf dem DAU drauf. DAX kann ich nicht sagen, ob das genauso klappt. So, 9:30. Das heißt, hier sollten wir jetzt eigentlich den nächsten Schub dann auch gleich nach oben kriegen. Gucken, ob das so funktioniert. Also das haben wir hier 160 als Maximum im Peak. 163. Na, guck mal hier, ist doch fast genau. War er doch schon da. Aber das reicht doch nicht, oder? Da geht dann noch was. Hast du ja deinen Spruch gar nicht gesagt? Was habe ich gemacht? Was? Was? Welchen? Mal gucken, was die Knoppers-Fraktion jetzt Ach so, gleich ja, macht. genau. Die Knoppers-Fraktion, morgens 9:30 in Deutschland, richtig. Die Knoppers-Fraktion. Alright, so, ich gehe mal nochmal rüber. Jetzt Lass hier aber auch mein. gerne dich wieder einblenden. Ach so. Ich grinse hier die ganze Zeit grenzdebil in die Kamera und keiner sieht's. Das ist natürlich auch schlecht. Warte, warte. Ich mache gerade ein doofes Gesicht, deswegen lasse ich ihn mal kurz aus. Ja, ich weiß, mache ich die ganze Zeit, aber gerade ist es sogar mir aufgefallen. So. Hooray, hooray. Da sind wir wieder. Also, ich gehe jetzt mal rüber auf das da. Genau. So, M15. H1 kenne ich schon. M15 wäre jetzt der nächstgrößere, der ja auch gerade fertig geworden ist und der jetzt weiterlaufen müsste. Was übrigens auch auffällt, ist, dass wir um 30 im DAU immer irgendwie die ruppigste schnelle Korrektur haben. Also 9:30 Uhr, 10:30 Uhr und so weiter. Also immer die halbe Stunde. Das ist irgendwie ein bisschen auffällig. Von daher gucken, was jetzt auch wieder kommt. Wäre eigentlich schick, wenn wir hier jetzt nochmal kurz darunter dippen. Vielleicht sogar nochmal an den Anfang von der letzten 15-Minuten-Kerze, die ich jetzt hier versuchen würde, so ein bisschen in Einklang zu bringen mit dem, was ich davor habe. Was ist das denn für eine Linie? Das fand ich schön. So, und zwar heißt, ja, so ein bisschen den Bereich da rein, könnte man schon machen. Ja, das wäre dann tatsächlich auch nochmal so ein Stich unter den merkwürdigen EMA, muss jetzt aber nicht sein. Im Zweifelsfall reicht eben auch das. Also hier der Peak von der letzten 15-Minuten-Kerze. Also alles dazwischen ist fein. Also von der 91 bis zur 81. Ja, ist ja eine überschaubare Zone. Da einmal kurz rein und dann ist fein. Wow, das hat sich gereimt. Poesie am Morgen. So, und dann mal gucken wir hier, was Passendes auch noch irgendwo dazu haben. Also 35, 90 bis 80. Ja, das wären halt diese Hochs, ne, wo halt am Anfang, ich hoffe, man kann es erkennen, abgeprallt ist, beziehungsweise halt, wo es nach unten ging. Ja, hier sogar so ein SMA 20 im M2. Eine Etage tiefer wäre, was haben wir hier? Fibo, Vortag, okay. Ist das Vortag? Ja, genau. Also passende Fibo vom Vortag wäre eine Etage tiefer und tiefer ist immer besser. Ne, aber das ist eigentlich auch wieder ein gutes Beispiel für den Käse da mit dem EMA 200, ne, weil da kann man nichts mit anfangen.
rennt dann, prallt ab, rennt doch drüber, kommt doch wieder zurück und keiner weiß, wie es weitergeht. Also wäre jetzt schon irgendwie, das wäre jetzt schon fast ein Grund für mich, das nicht zu machen, ne? Weil der da halt ist. Weil ich weiß nicht, was da einige reitet, das Ding zu handeln, aber es wird immer, eigentlich fast jedes Mal läuft es einfach nur bescheuert an der Stelle. Also so mein Eindruck. Ja, aber Hauptsache wieder hin und geht nicht weiter. Deswegen würde ich also zum Beispiel jetzt auf keinen Fall hier an der 90 reingehen, also wo wir jetzt ja auch gerade sind, einfach weil der da ist. Sondern dann lieber eine Etage tiefer. Und dann ist die Chance wesentlich größer, dass das halt irgendwie halbwegs funktioniert. So, man hätte jetzt natürlich auch schon längst rausgehen können, ne? Ist auch klar. Also hier, da oben war ja vorhin mein Exit von dem zusätzlichen Long, 20 Punkte höher. Und der war auf jeden Fall, der war eigentlich recht schick. Aber es waren noch ein paar Punkte mehr eben, ne? Also nicht nur 10, sondern da bin ich eben rein. 92 bis 109, ja, 17 Punkte brutto, also 18 Punkte, wenn man es wirklich ganz genau hingekriegt hat, auch so. So, aber ich würde jetzt, warte jetzt mal kurz, bis die nächste 5-Minuten-Kerze fertig ist und danach mal sehen, ob wir da oben wieder rauskommen. Und wenn nicht, dann mache ich hier vielleicht auch einfach zu, weil ich muss jetzt nicht unbedingt darauf wetten, dass wir die 1, 2, 3 jetzt kriegen. Das Ding hat auch noch im Zweifelsfalle Zeit bis um 11 Uhr. Also ich hätte es natürlich schon gerne, weil da wäre natürlich die Bewegung, also hier bis hier oben hin, ne? Da wäre natürlich die Bewegung hier komplett fertig. Aber muss jetzt nicht sein. Aber ich will jetzt hier nicht mehr skalieren, ehrlich gesagt. Dann will ich eher noch hier oben skalieren für den Wusch dann da oben raus. Aber nicht an der Stelle. Nur hier muss man natürlich dann halt auch schneller sein, auch klar. Gut. Eigentlich wollte ich den Nelson heute einblenden. Ja, Nelson. Der Nelson wollte den Nelson einblenden. Ich weiß davon nichts und meine Webcam ist auch kaputt gegangen gerade. Oh, ach du armes Hasen. Nelson, ich glaube dir nicht, ne? Ich habe so berechtigte Zweifel an deiner Aussage gerade. Ich klicke die ganze Zeit hier auf dem Button, aber passiert nichts. Ja. Das liegt bestimmt daran, dass ich meine Bildschirmübertragung anhabe. So, ne? Das ist genau das, wie es natürlich nicht schön ist, ne? Aber genau hier kleben wir jetzt halt dann fest. Das finde ich halt immer so. Ich sage ja, das ist der Nervindikator der EMA 200. Sonst nix. Was? Und die Zeit? Was? Lutz, soll ich das wirklich kommentieren? Ich glaube, das willst du nicht. Gut. Also, wer hier, hier kommt nämlich hier gerade der Punktevergleich. So. Okay. Also, kleben jetzt hier so ein bisschen fest. Mal gucken. Also wenn wir jetzt noch da drüber kommen, wirklich in dieser Bewegung, gleich über die letzte 5-Minuten-Kerze, dann meinetwegen. Ansonsten würde ich jetzt nämlich ehrlich gesagt lieber gleich den Deckel drauf machen. Okay, also ich mache jetzt hier Folgendes, weil ich das jetzt hier ein bisschen nervig finde. Ich setze den direkt hier drunter und entweder laufen wir jetzt oben raus, innerhalb der nächsten 3 Minuten, ja, weil dann ist nämlich der M15 fertig, der muss hier jetzt eins draufsetzen, wenn das was werden soll. Ansonsten kriegen wir nämlich hier nur Geschrabbel. Und ansonsten mache ich den Trade hier und dann nehme ich erstmal zu. So. Also, ihr sollt ja was? Also, was? Ach Nelson, lies doch deine eigenen Kommentare selber vor, die sich auf dich beziehen. Obwohl es ja eigentlich ganz witzig ist. Nelson als Udo Jürgens.
Wir wollen uns mal hier wieder auf den Markt konzentrieren. Ja, das machen wir doch. Wir machen beides. Aber ich muss ja die Zeit irgendwie mit sinnvollen Dingen ja dann auch überbrücken und nicht mit irgendwelchen Lustigkeiten. Das ist ja nicht lustig. Das ist ja gut. So, also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, man soll hier nicht nachhandeln. Ich freue mich natürlich immer, aber trotzdem, wenn es aufgeht und dann auch andere die gleiche Richtung mit dabei sind. Also bis jetzt war das ja alles recht gut. Also die Bewegung war natürlich gestern ein bisschen ordentlicher um 9 Uhr. Und heute halt nicht, aber es ist aber okay, ne? Ist schon okay, finde ich. Also jetzt nimm das Ding hier raus, also hier 5 Minuten. Ja, damit hat dieses da genau am Hoch. Ist jetzt so ein bisschen wenig Volumen da am Start. Sieht man auch im Orderbuch. Das ist ja irgendwie ein bisschen traurig. Macht aber nichts. Macht aber nichts. Im Minus kriegen wir das Webinar hier auf jeden Fall nicht mehr geschlossen. Das schaffe ich nicht. Ich bin aber trotzdem da eigentlich. Kann man ja gleich mal vielleicht Vergleich machen, weil ja auch immer wieder Kommentare zum DAX kommen. So, mal gucken. Also das Low hier ist natürlich in Ordnung. So, ich lasse den mal hier. Weiß nicht, ob das jetzt was bringt, da jetzt einen Punkt nachzugeben. Entscheidend ist natürlich hier das Letzte, ne? Also, ups. So. Das da, beziehungsweise das eigentlich nicht, eigentlich eher das. Ja, weil danach kam ja schon ein neues Hoch. Entsprechend ist das natürlich jetzt auch der entscheidende Punkt und nicht unbedingt dieses Low. Da wäre eher so, wäre wünschenswert, wenn es dabei bleiben würde. Ja, aber was man halt hier einfach ganz, ganz deutlich sieht, ist, auch wenn wir uns jetzt hier nicht so wahnsinnig viel bewegt haben im DAO, aber dafür wahnsinnig sauber. Ja, also hier nochmal, was ich ja vorhin auch schon gezeigt habe. Guck dir das eine an, ne? Also super sauber. Also hier ja auch, ne? Da das letzte Low an der Stelle davor war ja einfach nur identisch. Ne? Also diese aufsteigenden Lows. So, und deswegen, und das sieht man im DAO nachts und morgens eigentlich recht gut, dass der da wirklich keine Schweinereien macht. Wenn ich jetzt den DAX da mal daneben halte, wollen wir wetten? Da gehe ich jede Wette ein. Dass der das so nicht gemacht hat. Und das ist ja mit einer der Gründe, oder das heißt mit, das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum ich da irgendwann gesagt habe, so, ich habe da jetzt keine Lust mehr drauf, weil mir dieses illiquide Rumgefische einfach so ein bisschen sehr auf den Zeiger geht. Ja, und das hier ist ja einfach nur Trendhandel. Also, mehr ist es ja nicht. Das ist ja kein Hexenwerk. Und wo man dann ja auch sauber handeln kann. Sauber in den Markt reinkommt und auch weiß, wo man raus muss. Also, aber kann ich ja gerade mal gucken, bevor ich irgendwas behaupte, was danach doch nicht stimmt. Also hier im M2 jetzt halt zu sehen. Ich hätte nur gerne natürlich hier den Ausbruch auch live auf dem Schirm, aber egal. Wenn er dann kommt. Ich meine, noch ist ja nicht gesagt. Erstmal haben wir halt hier jetzt nur mal diese obere da angetestet, der ich ja nicht getraut habe. Er kann immer noch die untere dann nehmen und dann wäre ich aber halt erstmal raus. Und dann halt eher nachher nochmal dabei. So, was wollte ich? So, kann man gucken. Kann mal gucken, ob das stimmt, was ich ja gesagt habe. Ja, da geht es doch schon los, direkt beim ersten Bild. Das meinte ich halt. Ja, hier hat er losgehabt, also jetzt hier auch im M2, weil ich den ja auch drüben auf habe im DAO. Sauber, sauber, sauber und raus. Ja. So,
So, das heißt, den gleichen Trade hätte ich im DAX so überhaupt gar nicht hingekriegt. Nicht so sauber, ohne halt da unten erstmal gekickt zu werden. Und das ist halt eben das typische Bild. Gut, es ist bei der Eröffnung jetzt nicht unbedingt außergewöhnlich, macht der DAU auch bei der Eröffnung, aber halt in der Regel jetzt nicht unbedingt dann morgens, sondern dann halt nachmittags. Aber das ist jetzt, das ist aber generell einfach so ein typisches Ding im DAX. Ne? Weil klar, weil wenn man hier unten als Beispiel rein ist, wo hat man es hingesetzt? Da. Und dann zack, bumm, weg. Und dann läuft die Kiste. So. Also dafür würde ich jetzt hier etliche finden, aber ich lasse das jetzt. Also das war halt jetzt nur kurz auch die Erklärung, warum es warum ich den DAU generell bevorzuge. Also das ist jeden Timeframe ist das halt so. Und in der also es ist jetzt nicht so, dass der DAU jetzt gar keinen Mist macht, das ist ja auch klar. Aber weniger, deutlich weniger, wie ich finde. Gut, also ich habe ja vorhin gesagt, die Stunde wird es darum gehen, dass wir über dem SMA 20 schließen. Gut, dass wir uns jetzt die ganze Zeit da aufhalten, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt dran geglaubt, aber okay, dann ist das halt so. Ne? Also wenn jetzt hier nichts mehr kommt, na, aber grundsätzlich in Ordnung. Ich glaube, bin ich schon rausgeflogen, oder? Und? Ah, ne. Noch bin ich dabei, aber viel fehlt da jetzt erstmal wohl nicht. Aber das machen wir jetzt gerade noch zu Ende, die 10 Minuten. Und ich kann ja in der Zeit mal kurz nochmal drauf eingehen, wie ich das meine mit den 36.000. Vielleicht kriegen wir den Ausbruch ja dann auch noch hin. Also muss ich hier nochmal rüber. Guck mal, was ich hier klicke. Ich hoffe, ich kriege das nochmal zusammen, was ich da gemeint habe. So, ich gehe mal kurz auf den Daily. Ich glaube, da war das nämlich drin. Oder Moment, war das sogar hier unten? Doch nochmal kurz zurück. Ah ne, das hatte ich hier sogar drin. Im Daily. So, das war nämlich einfach nur. Ah ne, ist doch egal. Also. Weil hier war noch ein Fehler in der Einzeichnung drin, aber spielt keine Rolle. Weil eigentlich müsste man rechnen von genau hier an, wo wir jetzt stehen, von der 0,90 zu diesem langen Dip da unten zu dem Peak, ja, weil der halt auch hier die Hochs nochmal rausgenommen hat und müsste dann von dort aus dann halt die Fibos ziehen. So, das ist jetzt halt hier ein paar Punkte, der Unterschied ist aber jetzt nicht wahnsinnig tragisch. Oh, aber dann landen wir da oben entsprechend bei der 36.100. Das ist aber auch in etwa jetzt der Unterschied, der hier falsch gezeichnet ist. Also wenn man die richtig zieht, ich kann es nur hier nicht machen, weil ich es im Live-Chart drin habe. Und also bei 93 müsste man es anfangen. Ich habe es angefangen bei 196, also rund 100 Punkte. Davon 60% sind 60 Punkte Unterschied. Hier stehen wir bei der 36.095, das heißt also eigentlich wäre dann die 36.030 etwa, wäre danach die passende Projektion. So, und wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, würde das für meine Begriffe Sinn machen, wenn wir das auch in die Richtung da oben auflösen. Auch wenn es jetzt ein bisschen dauert vielleicht, okay, aber macht ja nichts. So, zumindest habe ich in einer Geschichte auch nochmal recht behalten. Und das Ding kommt, wird es einfach nur nervig. Sieht man noch wieder schön. So, das heißt, der geht jetzt hier wohl raus. Ein Punkt nach unten. Eigentlich könnte man den auch manuell killen. Aber komm. Ein Punkt ist jetzt nicht kriegsentscheidend. Und dann zack, haben wir hier noch ein bisschen rum. Und dann geht die Geschichte dann wahrscheinlich um 11 Uhr da oben raus. Na komm, jetzt aber. So. Ja, da kommt jetzt auch einfach nichts mehr. Das Buch ist auch dünn. Das sieht man, da ist ja einfach keiner mehr da. Also von daher macht das nichts.
So, aber wenn man es weiter verfolgen will, kann man sich einfach an den Geschichten dann ja auch orientieren. Und dann passt es auch. Ja, wahrscheinlich ist es punktgenauer kann sein, ne? Also, deswegen nochmal, das ist der Grund, warum ich die da drin habe. Da sieht man ja dann auch, dass es halt irgendwie doof ist. So. Gut. So, wunderbar. Dann sind wir doch an der Stelle sogar fast pünktlich fertig, wobei wir jetzt nicht wirklich ein Zeitlimit haben. Aber ist ja dann auch okay, hier ein paar Minuten vorher irgendwo dann auch raus zu sein. Kurz was trinken hier. Gut. War doch nett, ne? Fand ich. War auch gut besucht. Einige haben schon vorher irgendwie hier die Segel gestrichen, warum auch immer. Wahrscheinlich waren die Short. Ist auch okay. Und sage an der Stelle, ja, ich kann dem jetzt auch nichts mehr hinzufügen. Auf jeden Fall, insgesamt bin ich da, außer mit meinem Frosch im Hals, ganz zufrieden. So, geht wieder. Gut, also. Ich sage danke fürs Dabeisein und habe auch, glaube ich, genug gezeigt. Von daher gebe ich jetzt mal an dich weiter, Nelson, damit du das letzte Wort sehr gerne haben darfst. Also, ich sage danke, bis zum nächsten Mal. Hat Spaß gemacht, seid wieder dabei. In 2 Wochen, glaube ich, ist es wieder soweit. Und ansonsten hört jetzt doch kurz den Nelson zu. Das ist nämlich ein ganz netter. Und der macht das immer so schön mit der Verabschiedung, besser als ich das könnte. In diesem Sinne, bis dahin, danke. Ja, sehr gut. Ich danke dir, lieber Dirk. Hat Spaß gemacht. Auch gute Trades heute und wir hören dich und sehen dich sogar schon nächsten Montag im Helpdesk-Webinar. Und natürlich ein riesen Dankeschön an alle, die heute dabei waren. Hoffe, es hat Ihnen auch Spaß gemacht und Sie konnten einige Informationen mitnehmen. Wünsche noch eine schöne und erfolgreiche Woche. Passen Sie auf sich auf und auf Ihre Position und würde mich freuen, wenn Sie dann nächstes Mal wieder dabei sind. Also bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.